Und dann herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Na komm, starte. Und Karriere fortsetzen. Wo wir noch so ungefähr 4000 Kilometer vor uns haben. Katzensprung, ist easy. Ist ja gut, chill, Bro. Ah. Los. Der geht voll ist weg. So, erstmal die Musik. Ich wünschte, da würde sich das mit dem Shuffle einfach merken. So, dann hoffe ich mal, dass wir jetzt möglichst die gesamte Folge durchfahren können. Mit 90. Oder mindestens 80. Aber irgendwie glaube ich das noch nicht so ganz. Aber jetzt scheint mit der Kamera zu funktionieren, ne? Also es liegt definitiv am USB-Port. Ah, wie gesagt, da muss ich da mal mit Kontaktspray rein. Hässlich. Dabei ist der USB-Hub noch nicht so alt. Der ist gerade mal 3, 4 Jahre? Habe ich ihn gekauft? Nee, eher 3 Jahre maximal. 3 Jahre alt. Ah, das sind halt die Probleme, die man hat mit USB. Gott, ey, wir hängen hier einfach die ganze Zeit bei 60 rum. Oh mein Gott. Kann ich endlich mal bergab gehen und so nur noch bergab? Na, ist er schafft nicht mal 90. Ist gerade Strecke und er bleibt jetzt hier bei 81, 82 hängen. Eieieiei. Oh mein Gott. Ist das deprimierend? Und schon wieder 81. Well, I guess we are fucked. Und schon brechen wir auf unter 80 zusammen. Obwohl es gerade mal ein bisschen bergauf geht. Da vorne geht das noch mehr bergauf. Das heißt, da schaffen wir nur noch 60. God. Warum diese? Ich hoffe, die Mission war keine schlechte Idee. Alter. Ernsthaft? Ich hoffe, ich lege einfach einen Stein aufs Gaspedal, steig aus, lauf hinter den LKW und schieb ihn an. So 20. Oh. Digga! Damn, Daniel! Damn, Daniel! Das ist doch ein Witz! Heieiei. Ich glaube, die Mission war ein Fehler.
Ey Junge, was muss mit dir? Ich komm doch gleich raus und dann klatscht's aber. Einmal links, einmal rechts. Was muss mit dem? Ah, leck mich doch. Aber. Die Hupe klingt auch wie so ein Spielzeug. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Hat sie auch schon lange nicht mehr gehabt. Bei der Markierung, okay. Welche Markierung? Achso, da vorne. So ganz grau. So. Die Markierung könnten die rüber wieder übermalen. Die ist schon abgefahren. Los, mach grün. Muss man noch irgendwas machen hier? Schau mal ans Tor ran. Ja. Okay, also doch. Dass man immer nicht weiß, was man hier machen muss. Wo kommt der denn her?
Die sieht aus wie so eine Waschanlage. Lol. Und wir müssen bergab schaffen, wir auch die Geschwindigkeit.
konnte ich wieder keinen Auftrag finden, aber was sucht mit den Leuten? Digga, erstmal direkt alle voll hier. Bitte links halten. Baustelle. Oh, da vorne ist wieder. Oh Gott. Ah, da vorne können wir auch gleich mal pennen gehen. Bei der Raststätte da. Tanken könnten wir auch gleich. Okay, lass uns eine neue Route finden. Aber wo haben wir geschlafen? Achso, da. Oder auch nicht. Aber wo kann ich denn schlafen? Es hackt gleich. Ja doch, und da geht's ran. Scheiße, dass ich stehe. Da, wo ich hätte gut stehen können, konnte ich nicht schlafen, also muss halt der nächste freie Spot her. So, wie können wir jetzt hier raus, damit wir auch tanken können? Ich glaube, am dümmsten fahren wir einfach hier zurück. Das war zwar hier ein bisschen gegen die Fahrtrichtung, aber hey, drauf geschissen. Easy. Oh ja, jetzt schon bergab. Let's go. Bergab, ja. Ja. 180, ich komme.
Und nun geht's wieder bergauf. Ja, wir sind schon wieder bei 40. Oh mein Gott. Okay. Alles haben wir gleich noch vor dem Pause. So. Habe ich jetzt noch angezogen? Ja. Gut, na dann. Das wird der Folge gewesen sein. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. War jetzt gerade so eine schöne Bergabstrecke zu sehen. Hoffe ich, können wir da wieder ordentlich Schwung holen und die nächste Folge wieder ordentlich durchstarten. Denn das mit den andauernd 30 fahren ist ja... Oh mein Gott, wie schwach ist dieser LKW. Diese Mission war ein voller Fehler. Holy shit, ey. Naja, bis dann.